Grüßt euch, hier ist Cosimo Maraffa Training Akademie und heute haben wir den Ehrengast Andreas Gudekunst. Wir fragen ihn einfach mal, wer bist du, wie bist du, warum bist du? Erzähl doch einfach mal. Genau, hallo Cosimo, grüß dich. Danke, dass du mich reingenommen hast heute auf dieses Interview, auf diesen Call. Ja, wer bin ich? Ich sage ganz einfach mal, ich bin bekannt aus Funk, Fernsehen und aus Google. Man kann mich da eher googeln. Also ich bin nichts Großes Besonderes, aber man kann mich schon finden im Internet. Ja, im Direktvertrieb bin ich bekannt, ab und zu mal in kleinen Serien, so wie Tatort, Wilsberg, Kino und so weiter, bin ich da Kleindarsteller. Ab und zu auch mal so als Model, aber schon als älteres Model, over 50, also über 50, Best Ager Model. Ja, kunterbunt so ein bisschen, genau. So ein verrückter Vogel vielleicht, genau. Das ist ja spannend, wow. Erzähl doch mal, was waren denn dann, ich frage jetzt einfach mal die Frage, wie ich sie sonst frage, was waren so deine größten Krisen in deinem Geschäftsleben? Ja, Krisen kenne ich nicht. Ich weiß nicht, was Krisen sind. Ich bin eh ein bisschen dumm. Ich kenne nur Situationen und die kann man alle meistern. Wir haben ja alle Hände, Füße. Es gibt manche Menschen, die haben Handicap. Und wenn ich dann sehe, wie die das Leben meistern, die mit Handicap meistern das Leben meist am besten. Also uns geht es noch viel zu gut. Nein, so Sachen, wir hatten eine super tolle Erziehung. Wir waren als Kleinkind in Indien im Dschungel auf einer Taubblindenfarm, also Menschen, die nicht sehen können, die nicht hören können und die nicht sprechen können. Und wenn du sowas erlebt hast, dann ist dein ganzes Leben eh ganz anders geprägt. Aber auch dankbar sein, ich bin Gott dankbar für die gute Erziehung. Dann war ich auch noch in vielen anderen Ländern, bei dem großen Erdbeben damals in Armenien, kann man sich auch vorstellen, da war ich Bergungsräumgeräteführer beim THW, Technischen Hilfswerk. Und da haben wir Menschen geholfen, ihre Angehörigen, ja, man kann sagen, aus den Trümmern rauszuholen, teils viele Kinder auch oder auch ja, nicht ganze Menschen und so weiter und so fort. Also ja, dankbar für das, was ich erlebt habe und das hat mich maßgeblich geprägt, jeden Tag dankbar zu sein. Wow, okay, vielen Dank, dass du das so offen erzählst. Jetzt sind wir ja also wirklich in einer Situation, die ist sondergleichen und es sieht so aus, wie wenn wir in eine neue Zeitära reingehen. Die letzte Zeitära, die wir so begonnen haben, das war ja BC, Before Christ. Und vielleicht wollen wir jetzt mal irgendwann mal sagen, bevor Corona, BC, bevor Corona. Und danach hat ja AD angefangen oder Anno Domini. Und ich sage ganz gern, jetzt fangen die 6Ds zum Erfolg an. Und jetzt, wenn wir dich mal fragen würden zum ersten D, das Wort Desire. Was für einen Wunsch hast du für jetzt, für die Zukunft? Erzähl mal. Also erstmal für die Menschen, die jetzt trifft, diese aktuelle Situation, die es trifft, denen alles Gute, den Angehörigen alles Gute, Besserung und ja, den ganzen Familien, alles was dazugehört, gesundheitlich, aber auch geschäftlich den Menschen alles Gute, weil da gehen wirklich, ich sag mal auf Deutsch, einige Unternehmen, kleine Unternehmen, Firmen, zugrunde und familiär passiert auch sehr, sehr viel, ist schon blöd. Also diesen Menschen alles Gute. Also das wünsche ich mir eigentlich, eigentlich gibt es nicht, das wünsche ich mir in der jetzigen Situation. Erstmal gar nicht mehr für die Menschen. Für mich nicht, weil mich betrifft es nicht. Ich habe da auch keinen Bezug zu, aber ich kann mitfühlen mit den Menschen und mit den Unternehmen. Also diesen Menschen betrieben, wirtschaftlich, gesundheitlich alles Gute. Das wünsche ich mir, dass alles gut wird. Vielen Dank. Das zweite D ist ja die Decision. Was für eine Entscheidung triffst du dem hingeht? Was willst du da entscheiden? Oder was für eine Entscheidung wünschst du den Betroffenen in dem Fall? Ja, man kann ja auch nur empfehlen. Man darf ja auch gar nicht so viel sagen oder vielleicht im Interview kann ich schon mich mal persönlich äußern. Dass vielleicht die Menschen schon ein bisschen Bewusstsein dafür bekommen, dass sie auf sich achten sollen, auch gesundheitlich, dass sie da vielleicht Veränderungen vornehmen, obwohl ja auch gesagt wird,
man kann da eh nichts ändern, das passiert eh so, aber man kann gesundheitlich schon was machen. Ist meine persönliche Meinung. Also achtet auf eure Gesundheit, schützt euch. Das haben wir auch gelernt, schon früh in jungen Jahren, für unsere Gesundheit zu sorgen und auch Vorsorge zu treffen im technischen Bereich, was ich immer schon gesagt habe, wer heute so die kleinen Sachen nicht beherrscht, wie Social Media in kleinem Rahmen, ja, mit Facebook zu arbeiten, mit Instagram zu arbeiten, mit LinkedIn zu arbeiten, mit WhatsApp, manche Menschen haben gar kein WhatsApp und haben kein Facebook, das hat sich jetzt bewahrheitet, was ich immer so in Anführungsstrichen gepredigt habe, wenn du das nicht kannst, dann wird es richtig schwierig und das ist genau jetzt so eingetroffen. Wow, spannend, jawohl. Nach einer Decision, da macht man eine Declaration oder hat ein Mission Statement, so ein Mantra, das man rausträgt. Was ist deins? Helf mir nur mal ein bisschen. Was wäre das ein Beispiel? Also zum Beispiel haben manche Firmen das Mission Statement, wir sind die Kraft für das Gute oder wir helfen Menschen in dem und dem. Hast du irgend so einen Satz, so ein Mantra, so ein Mission Statement, so ein Vision Statement, wie es auch man nennen willst? Ja klar, können wir Menschen schon durch unsere Tätigkeit im Direktvertrieb, mit unserer Tätigkeit, mit einer Geschäftsmöglichkeit, viele andere aber auch, die in dieser Art, wo wir arbeiten, unter anderem, ich mache es ja auch nur nebenberuflich, Menschen schon helfen können, da können wir Menschen schon an die Hand nehmen. Und ich würde gerne und viele andere Menschen, die auch da tätig sind, nehmen die Menschen schon gerne an die Hand, helfen ihnen, dass sie aus der Situation X, wo sie jetzt drin sind, rauskommen. Und das ist möglich. Natürlich müssen die Menschen auch offen dafür sein. Man kann nicht den Missionar spielen und auch keinen Druck machen und schlaue Sprüche. Man muss wirklich bereit sein, den Menschen was aufzuzeigen, an die Hand nehmen. Wer will, macht mit. Wer nicht, vielleicht später. Ja, das ist so meine Mission, den Menschen zu helfen. Jetzt aber nicht so als ich bin jetzt der große Wohltäter und Täter oder Zauberer. Nein, das ist eine ganz einfache Kiste, eine ganz einfache Sache, die Menschen an die Hand zu nehmen. Wer mitmachen will, macht einfach im Team mit und denen kann man helfen. Hört sich fair an, wunderbar. Das vierte Idee nach der Declaration ist die Devotion oder was wir uns widmen, weil jedes Mission Statement bringt nichts, wenn wir uns nicht an die Tat gehen, weil wir so können, sonst bringen wir die PS nicht auf die Straße. Was widmest du dich? Was sind so deine Handlungen, die du in der Praxis machst, empfiehlst? Also ich kann da nur sagen, ganz wichtig ist wirklich lernbereit zu sein. Also wer heute nicht lernbereit ist, für den ist es schwer, wenn einer sehr steif ist, auf seine alten Sachen beharrt, nicht über den Tellerrand hinwegschaut. Menschen neigen auch oft, ein Ego zu haben. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Das ist ganz hinderlich, in jeder Situation ein Ego zu haben. Manche Menschen sind sehr, sehr schnell beleidigt. Auch das ist nicht gut. Also wirklich lernbereit zu sein, offen zu sein, Ego weg, hinten ranstellen, nicht beleidigt sein und ja, einfach so ein bisschen Team-Spirit zu haben, Menschen zu mögen. Es sind ja die vier M's. Man muss Menschen mögen. Und man muss sich selbst auch mögen, das ist auch wichtig. Mhm. Man muss sich selbst mögen, muss mit sich selbst zufrieden sein, muss ein bisschen in sich verliebt sein, in seine Partnerin oder auch in den Partner verliebt sein, in seine Familie, in dem, was man auch finanziell hat oder erreichen kann. Man darf auch ein bisschen materiell verliebt sein, natürlich nicht abgesponnen, nicht abgehoben und nicht arrogant. Aber wie gesagt, wichtig ist, glaube ich, lernbereit und offen zu sein für Veränderungen. Da sind wir automatisch im fünften D, nämlich develop, uns verändern. Wie empfiehlst du dich zu verändern? Sollen wir den ganzen Tag Nachrichten gucken, damit wir ja nicht verpassen? Sag doch mal was. Ja, da muss man sich selbst auch immer in den Popo treten. Ich wollte schon mal das Wort sagen. Nein, ich muss mich hier benehmen. Nehmen wir ein Beispiel mit dem Training. Training ist ja jetzt schade durch die Fitnessstudios. Kann man ja nicht mehr hin.
hat man sich ein bisschen mal selber eingerichtet, aber man muss sich selbst auch wirklich immer in den Hintern treten, dass man dann das Training auch macht. Also man muss sich selbst kontrollieren. Ja klar, vor der Kiste hocken ist natürlich auch manchmal schön, aber das belastet dich ja hinterher dann total. Das ist dann wirklich meistens negative Energie. Also man muss sich selbst schon kontrollieren, muss ein eigenes Controlling für sich haben. Das hat nichts mit ständiger Motivation zu tun, weil das wäre ja schlecht, wenn ich mich ständig motivieren muss und wenn ich andere Menschen ständig motivieren muss, das geht gar nicht. Besser ist Inspiration. Inspiration ist das Optimale. Ja. Also raus auch ein bisschen aus der Bequemlichkeitszone. Genial. Hört sich sehr, sehr gut an. Und als sechstes D, wenn man dann das Ziel erreicht hat, Deliver steht für auf dem Berg stehen und feiern, sich freuen, dass man den Berg geschafft hat. Wie belohnst du dich? Wie empfiehlst du, sich zu belohnen, damit wir, wenn wir uns selber trainieren, dass es sich lohnt, Ziele zu erreichen, eine Aufwärtsspirale machen, anstatt, wie es bei manchen leider ist, eine runtergehende? Ja, ich persönlich jetzt, wie ich mich belohne. Oder allgemein, wie ich mich persönlich... Erzähl, was du gerne magst. Ja, ich bin ja in einer glücklichen, tollen Partnerschaft. Da belohnen wir uns schon, indem wir mal da und da was kaufen. Eine Immobilie, da wo es uns gefällt. Ob nun am Strand, am Meer. Ich bin so ein Motorsport-Fan. Ja, schnellere Autos, Motorräder, also Custom-Bikes, so Harley, Indian und sowas da ist. Und ich sammle gerne Chronographen, ist so ein bisschen Tick. Ja, damit belohne ich mich schon, das muss auch sein. Das heißt jetzt nicht, dass man einen Haufen Mist ansammeln muss, weil, stimmt ja auch, Besitz ist belastend, wenn man zu viel hat. Aber das gehört dazu. Doch, das gehört dazu, sich zu belohnen. Das kann aber ganz verschieden sein. Das muss nicht materiell sein, das kann mal ausgehen sein, das kann an die frische Luft, an die Natur gehen sein. Aber da hast du genau recht, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich belohnt und auch mal was gönnt, was man sonst nicht machen würde und was vielleicht auch mal ein bisschen abgesponnen ist, wovon man geträumt hat. Das ist ganz wichtig. Das hat man auch verdient. Und darum macht man das ja auch. Und Geschenke für sich selbst, Geschenke für andere Menschen ist doch das Schönste, was es überhaupt gibt. Anerkennung, belohnen. Das ist doch, wo wir alle nachstreben, auch an Anerkennung, beschenkt zu werden, Freude und Spaß im Leben, am Leben zu haben. Genial. Wir wollen dir natürlich das Schlusswort überlassen. Wenn es jetzt eine Sache gäbe, die du den Zuhörern empfehlen wolltest, was könnte das sein? Ja, nutzt die jetzige Situation, hört sich vielleicht abgedroschen an, aber ist schon so, nutzt die jetzige Situation, mal drüber nachzudenken, alleine, mit der Familie, mit den Kindern, mit der Partnerin, mit dem Partner, vielleicht doch irgendwas, wenn es angepasst ist, was zu verändern, was anders zu machen, weil dafür ist die jetzige Situation da. Besser kann es gar nicht sein. Man sagt ja, wie heißt dieser Spruch, in jeder Krise steckt eine Chance oder so, was gibt es ja, irgend sowas gibt es. Ja, ist jetzt so ein bisschen abgetroschen vielleicht, aber stimmt schon. Also es hat alles einen Grund. Ich weiß nicht oder wir wissen vielleicht nicht, warum, aber wir können das Beste draus machen. Ne? Und sehe ich ja bei dir auch, guck mir deine Interviews an, was du machst. Du bist ja auch von der Art positiv und das ist doch das, was Menschen auch wollen. Die folgen dir gerne, die folgen mir gerne. Und ja, wenn ein Mensch einem folgt, das ist das Schönste, was es gibt und Spaß daran hat. Fantastisch. Andreas, es war eine Wonne, mit dir dieses Interview-Podcast zu machen. Hier war Cosimo Maraffa, Training Akademie und bis zum nächsten Mal. Habt viel Spaß beim Zuhören. Bis dahin. Danke dir. Alles, alles Gute, alles Liebe. Mach's gut. Ciao. Ciao.